Ja, hallo, hier bin ich wieder, Steffi, an meinem Lieblingsplatz. Heute habe ich euch einige Kompaktmagazine von Jürgen Elsässer mitgebracht. Sicher kennen das schon einige von euch. Ich habe die hier durchgeschaut, durchgelesen und ich möchte euch vom Kompakt-Team wirklich ein ganz großes Kompliment aussprechen. Ihr macht eine tolle Arbeit. Angefangen hier bei diesen originellen Titelbildern. Ich muss euch mal ein paar zeigen. Hier auch ganz witzig. Und hier. Zum Beispiel bei dem hier musste ich so richtig lachen, als ich das gesehen habe. Und ich muss sagen, wenn ich sowas sehe, dann möchte ich das auch unbedingt lesen. Also es ist wirklich einfach gut aufgemacht. Und wenn man sich das so anschaut, ihr habt tolle Bilder, ihr habt tolle Grafiken. Es ist einfach eine schöne Aufmachung. Und auch wenn man die Artikel liest, es ist keinerlei Grünschnabelpolitik zu finden. Das hier sind wirklich Fachleute, die hier schreiben. Es sind Leute, wo man einfach spürt, die sind über Jahre schon in diesen Bereichen, in diesen Themen drin. Es ist einfach fundiert, es ist auf den Punkt gebracht. Aber was ich allerdings schon ein bisschen sagen muss, ist, wie das oft ja so ist, wenn Fachleute am Werk sind, sind die Artikel doch auch immer wieder ziemlich mit Fachvokabular gespickt, das nicht immer so für jeden gleich verständlich ist. Hier zum Beispiel bei diesem Artikel Bargeld aus, die Schockstrategie der Eliten. Als ich die Überschrift gesehen habe, wollte ich das sofort lesen, weil ich liebe mein Bargeld. Das möchte ich auf gar keinen Fall hergeben. Und das ist ein Interview mit einem Ökonom und Investmentbanker, der 35 Jahre Erfahrung an der Wall Street gesammelt hat. Und zum Beispiel in der Passage hier heißt es: Im September 1998 waren wir sehr kurz davor, jeden größeren Aktien- und Anleihemarkt der Welt schließen zu müssen. Doch dazu kam es gar nicht, weil die Wall Street den maroden Hedgefonds Long-Term Capital Management rettete, obwohl sie sich in Wahrheit selbst aus der Klemme geholfen hat. Wer oder was ist denn ein Hedgefonds Long-Term Capital Management? Das verstehe ich zum Beispiel jetzt nicht und da wäre es ganz toll, wenn ihr das mit einer Fußnote oder mit einem Kästchen auf der Seite einfach erklären könntet, dass so Leute wie ich das auch auf Anhieb verstehen können. Jetzt hier zum Beispiel in diesem Magazin geht es dann wieder um ganz andere Themen und also es ist schon so, dass ihr vom Kompakt-Team ein bisschen eine andere Ideologie vertretet als wir von Klagemauer TV, aber das ist auch gut so. Ihr seid uns da wirklich eine tolle Ergänzung. Ja, und wir von Klagemauer TV sind ja ein Internetsender und durch die Internetzensur ist ein immer stürmisch werdender Gegenwind aufgekommen. Wir wissen nicht so ganz genau, wie es bei uns weitergeht, aber falls Sie uns doch abschalten sollten, haben wir immer noch unseren Handexpress Stimme und Gegenstimme. Das heißt, wir bleiben so oder so. Und das ist auch etwas, was wir bei euch am Kompakt Magazin so sehr schätzen. Ihr gebt es noch so richtig schön auf Papier raus. Und das ist etwas, was wir in diesen stürmischen Zeiten unbedingt brauchen. Ihr seid wie wir auch immer wieder einigen Verleumdungen ausgesetzt. Aber da möchten wir euch auch ermutigen, bleibt dran, kämpft weiter mit uns durch. Wir sitzen da im selben Boot, aber wir brauchen solche Printmedien wie euer Magazin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn auch Sie das Kompakt-Magazin abonnieren möchten, besuchen Sie abo.kompakt-shop.de. Die Einzelausgaben erhalten Sie unter www.kompakt-shop.de unter dem Menüpunkt Magazin.